Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Soul Mask. Immer noch in der gleichen Aufnahmesession. Ja, ich habe nicht viel geschafft, muss ich sagen. Es war Tag jetzt und ich habe jetzt hier noch eine Kiste gebaut, wo nochmal diese Pflanzenressourcen reinkommen. Allerdings habe ich dann gedacht, wir brauchen mal langsam neues Werkzeug, was ein bisschen länger hält. Wollte dann die Bestienknochendinger machen. Aber dafür brauchen wir einen Handwerkertisch. Den Handwerkertisch können wir aber nicht bauen, weil wir dafür Lederseile brauchen. Und für die Lederseile brauchen wir die Weberei. Also fangen wir bei der Weberei an. Haben wir sowieso hier links oben in der Questleiste noch stehen, dass wir die bauen sollen und auch Bandagen herstellen sollen. Die ja auch wichtig sind für Klaus Dieter. Klaus Dieter braucht jetzt aber noch mal eine Reparatur, wenn ich das richtig gesehen habe. Eine kleine Reparatur. Ich guck mal. Brauche nämlich mehr Ressourcen. Ich habe jetzt Klaus Dieter erstmal dazu beauftragt, bitte Weinreben und den Kram, also die Sachen zu sammeln, kein Holz zu holen. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig. So, reparieren. Wir reparieren. Dafür brauchst du ja die Sense, ne? Genau. Jetzt rennt sie schon wieder los, aber eigentlich soll sie ja... Warte mal, muss ich kurz gucken. Im Gange Holzfällen. Kannst du bitte ernten? Ungültiger Arbeitsort. Dann möchte ich gerne das... Ich muss mal einen wegnehmen hier. Einen Wegpunkt. Der ist gut, aber... Ist das hier der Wegpunkt? Das bitte löschen. So. Und dann müssten wir theoretisch sagen können, mach bitte unbenannt. Speichern. Okay. So, und dann kannst du nämlich hier, glaube ich, die anderen Sachen organisieren für uns. Fürs Bauen. Okay. Also wir kümmern uns jetzt darum, dass wir einen Webstuhl bauen. Eine Webmaschine. Dafür brauchen wir Holzplatten, grobes Leder habe ich schon. Dickes Seil. Und genau deswegen brauche ich nämlich die Weinreben. Haben wir noch welche? Hier, das ist natürlich viel zu wenig. Muss ich jetzt selber holen, glaube ich. Ja, mache ich mal eben. Wir holen mal ein paar Weinreben. Dann machen wir dickes Seil. Bauen wir uns die Webmaschine. Dickes Seil. Stelle alles her. Okay. Gut. Nehmen wir erstmal mit. Und dann kann ich doch jetzt das Ding bauen, oder? Webmaschine. Ein Schleifer kann ich auch bauen. Habe ich hier gerade Werkbänke? Haben wir eine extra Kategorie Werkbänke? Nein. Kann ich jetzt nicht mehr bauen. Okay. So, wir haben die Webmaschine. Drei. Warum haben wir hier so eine krasse Kollision? So, jetzt können wir auf jeden Fall hier Lederseile herstellen. Das mache ich mal eben. 10 Stück. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen. Für diese Werkbank. Und wir müssen jetzt noch 3 Bandagen herstellen. Dann können wir auch Klaus Dieter mal ein paar Bandagen reinpacken ins Gepäck. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Was brauchen wir denn für Bandagen? Ich habe 5 Lederseile. Mehr geht scheinbar nicht. Einfache Bandage. Dafür brauchen wir groben Stoff.
Groben Stoff machen wir aus Fasern. Lassen wir das Klaus-Dieter machen? Die Arme, ey. Ich mach erstmal 10. Und dann machen wir Bandagen. Alle. Immer 2. Also haben wir dann 12 Bandagen oder so. Oder 14. Nee. 10. 8. Na gut. So, das haben wir. 10. Doch 10. Okay. So, dann kann ich Klaus-Dieter schon mal ein paar geben. Das würde ich gut finden. Vielleicht hebt das ihre Stimmung. Ist sie da? Wo ist sie denn? Hallo? Da oben. Na gut, dann lassen wir sie erstmal in Ruhe. Okay, dann gucke ich jetzt mal, wie ist das Ding noch? Handwerkstisch, glaube ich. Handwerkstisch. Handwerkerbank. Dafür brauchen wir noch grobes Leder. Und Hartholzplatte. Okay. Ach, hier ist übrigens noch grober Stoff. Bestienhaut. Ja, aus den Dingen kann ich auch grobes Leder machen, glaube ich. Das war draußen. Nein, kann ich nicht. Ich kann, dann warte mal, was brauche ich für... Ich kann daraus Bestienhaut machen, glaube ich. Hier. Bestienhaut kann ich daraus machen, genau. Mh, das hört sich lecker an. Yummy. Fein machst du das. Ja, sehr gut. Okay, dann machen wir daraus ein bisschen grobes Leder. Und dann machen wir noch Hartholzplatten. Yay. Sehr gut. Können wir abbrechen? Nein. Wir machen einfach weiter. Okay. Gut. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Leute, ne? Aber ich wüsste jetzt auch noch nicht, wo man jetzt wen irgendwie automatisch einsetzen soll. Aber das läuft dann wie bei Conan einfach. Wir brauchen Krieger, Leute, die mit uns mitkommen, um irgendwelche Sachen zu erkunden und zu besiegen. Und dann brauchen wir halt Leute, die sich um die Tierzucht kümmern, um die Landwirtschaft. Bei Landwirtschaft können wir, glaube ich, auch machen hier. Und um irgendwelche Ressourcenbeschaffung und Pipapo. Und die Frage ist jetzt aber, wo kriegen wir die Leute her? Wenn die jetzt nicht mehr von alleine herkommen, wo kriegen wir die dann her? Das ist jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Oder wir müssen die wirklich so zähmen wie bei Conan. Und das war jetzt nur am Anfang, dass jemand zu uns gekommen ist. So, danke. Dann brauchen wir jetzt noch Hartholzplatten. Ist hier was drin jetzt? Nee. Hartholzplatten. Wie viele? 5. Mache 10. Ja, sehr gut. Dann haben wir das schon mal. Was muss ich machen? Aufstieg eines neuen Stammes. Ja gut, da bin ich ja immer noch nicht fertig scheinbar. Wir müssen auf T nochmal gehen und... Warum sind die Sachen, die fertig sind,
noch nicht ausgeblendet. Wähle eine fertige, einfache Bandage aus und drücke, um sie zu verwenden. Einfache Bandagen kannst du auch direkt in der Schnellleiste ablegen, um sie zu verwenden. Ja, das mache ich jetzt mal eben. Gleich. So, haben wir. Hartholz. Und jetzt bauen wir das Teil. Ein Schreinertisch haben wir ja auch noch. Oha. Aber erstmal die Handwerkerbank. Wollen wir den auch gleich bauen hier? Ich meine, warum nicht, ne? Oder ist das hier der Schreinertisch? Ne, das ist der Schreinertisch. Oh mein Gott, ich hätte beinahe noch eingebaut. Ja. Gerbständer. Aber irgendwo war noch so ein... Kochherd. Wir brauchen einen Kochherd. Unbedingt. Keramikgussform. Haben wir gefunden. Wo sind die? Hier. Oh ja. Den bauen wir uns auch gleich mal. Was war hier noch unten? Düngeeimer. Gärtank. Brunnen. Runden wäre auch geil. Aber die habe ich noch nicht freigeschaltet. Okay. Ich gucke erstmal nach den Sachen, die wir hier haben. Ich glaube, ich kann bei Gebäude gucken, ne? So, nochmal. Kleine Holztruhe. Ich glaube, jetzt mit dem Bauteil hier, mit dieser Bauwerkbank, die gucken wir uns jetzt mal an. Da können wir vielleicht sogar bessere Kisten bauen. Ah, hier sind erstmal... Nee, das Ding war jetzt für diese Geschichten hier gedacht. Okay, die Sachen möchte ich unbedingt bauen. Das heißt, wir brauchen Holzgriffe. Wir brauchen alles in doppelter Ausführung. 1, 2, 3, 4 verschiedene Werkzeuge. Das heißt, wir brauchen 8 Griffe und dann brauchen wir Bestienknochen. Okay. Ich habe, glaube ich, hier noch 10 Griffe. Sehr cool. Und dann brauchen wir die Bestienknochen. Bin aber der Meinung, das reicht nicht. Deswegen machen wir uns hier noch welche fertig. Bestienknochen. Machen wir nochmal 10. Kommen dann jeweils 4 raus, ne? Hier ist sehr, sehr cool, dass wir die Kadaver halt dafür verwenden können. Sehr, sehr nice. Das finde ich super. Ja, nice. Kann ich ja jetzt ein bisschen Käffchen trinken hier parallel, während ich arbeite. Na, und das wäre natürlich dann besser, wenn man einfach spontan dann auch jemanden dafür einstellen kann. Also, dass man jetzt nicht groß ins Menü muss und sagen muss, so, hier, du machst das jetzt. Sondern, oder, ach nee, man kann ja, glaube ich, jeden Mitarbeiter dann... Oder jeden NPC dann quasi einer Werkbank zuteilen. Und die macht dann einfach. Die Person macht einfach das, was da eingestellt wird, ne? Das wäre auf jeden Fall eine gute Sache. So, wir haben jetzt Bewusstseinsstärke 12 bereits. Da können wir bestimmt schon wieder ein paar Sachen freischalten. Könnte ich mir vorstellen. Ich hoffe, die Werkzeuge sind jetzt um einiges besser. Mal gucken. Was machen wir mit den anderen Werkzeugen? Kann man die kaputt machen? Ich hoffe. Bandage muss ich auch noch verwenden. Perfekt. Jetzt nehme ich mir eine Bandage, obwohl ich die nicht brauche. Aber ich nehme sie einfach, um das hier abzuschließen. Öffne Strohkistenlager, drücke G. Alle persönlichen Gegenstände können nach Typ in der Strohkiste gelagert werden. Ja, das mache ich dann auch nochmal schnell. Bitteschön. Drücke T zum kompletten Entfernen. Super. Und jetzt G. Okay. Hat aber irgendwie nicht übernommen.
Was machst du? Ach, Strohkistenlager. Oh mein Gott. Ich wieder, ne? T und G. Jetzt hat's geklappt. So, dann haben wir... Gehe zu Ruinen oder Kaserne, nähere dich einem Barbaren mit weniger als 20% LP und drücke entsprechende Anzeige E. Beende einmal Einschüchterung, drücke E, um einen eingeschüchterten Barbaren nach Hause zu bringen. Ach, so geht das. Also doch wie bei Conan. Ah, alles klar. Wenn die 20% LP haben, weniger, dann können wir die einschüchtern und mitnehmen. Ach, so. Das heißt, wir hätten die da vorne mitnehmen können. Einen töten und den anderen mitnehmen, ne? Na gut. So, ich packe jetzt erstmal... Ne, packe ich nicht. Wir bauen jetzt erstmal Werkzeuge für uns beide. So, das bedeutet... Zweimal Spitzhacke. Zweimal Axt. Zweimal Sense. Mehr kann ich nicht. Gegenstände, die hier von Stammesmitgliedern hergestellt wurden, werden nicht automatisch in die Lagertruhen verschoben. Ah ja. Hackmesser? Hackmesser geben wir ihr auch, ne? Das kriegt sie auch. Mal gucken, was für eine Rarität wir hier haben. Hervorragend haben wir schon mal gebaut. Noch ein Hackmesser, okay. Das kriegt Klaus-Dieter, das ist meins. Oder soll Klaus-Dieter die besseren kriegen? Mein Klaus-Dieter holt ja die Ressourcen, aber ich glaube, das macht bei ihr keinen Unterschied. Wir behalten natürlich die Besseren. Wir sind ja Stammesanführer. Ja, cool, da müssen wir auf jeden Fall uns neue Leute holen. Das ist sehr, sehr wichtig. Muss ich aber aufpassen, das sollte ich dann alleine machen, ne? Wenn ich dann Klaus-Dieter mitnehme, glaube ich, dann sind die alle tot. Dann würden wir aber tatsächlich nochmal zum Strand runterlaufen. Vielleicht, wenn wir neu reinkommen ins Spiel, müsste das vielleicht klappen. Hier ist noch der Herd. Den müssen wir auch noch checken. Dann können wir vielleicht coole Sachen kochen. So, wir haben zweimal Spitzhacke. Sense, Axt. Dreimal grün, einmal nicht. Wieso fehlt mir eine Axt? Habe ich nur einmal Axt angedrückt? Scheinbar. Oh. Ach nee, warte, stopp, stopp. Ich habe es gerade nicht gesehen. Stopp. Wir haben hier Bestienknochen-Axt. Oh mein Gott. Hier Klaus-Dieter. 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 Episch, wollte ich sagen. Nicht, ne? Also ein Hackmesser haben wir in sehr gut. Exzellent und, nee, episch. Nicht episch, sondern exzellent. Genau. Hervorragend. Das ist ja cool. Wir werden schneller, sehe ich. Das geht jetzt schneller schon. So, dann haben wir nochmal in hervorragend. So. Das kriegt Klaus-Dieter, das bekomme ich. Sollte ich vielleicht auch mitnehmen, ne? Gut, also. Das kommt kurz weg. Dann machen wir... Ich mache mal die Sortierung ein bisschen anders hier gerade. Wir haben vorne unseren Steinspeer. Gibt es nicht auch Bestienknochensperre? So, dann haben wir hier das Teil. Die Lampe würde ich gerne... Ne, die Lampe mache ich mal hier hin. Machen das so. Den Herd machen wir. Den Herd stelle ich. Warte, ich stelle den Herd kurz hin. Hier ist der groß. Ja, ist er. Natürlich ist er groß. Muss kurz einmal reingucken. Gekochtes Ei. Ei und Wasser. Kräuter. Schüssel können wir, glaube ich, selber bauen, ne? Irgendwo. Die Rinselbeseitigung. Die kocht. Die kocht. Fleischbrühe. Oh. Pilzsuppe. Ich habe noch nicht mal Pilze gesehen. Fischsuppe. Mais.
Müssen unbedingt Sachen anbauen. Okay, sehr, sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. So, dann haben wir hier unsere Werkzeuge. Das bedeutet einmal die Axt. Dann nehme ich hier die Sense, die Spitzhacke. Und das Hackmesser. Hackmesser, genau. Machen wir hier hin. So, dann haben wir hier die Lampe. Dann machen wir hier die Verbände wieder hin. So, und Klaus Dieter bekommt jetzt... Das kann weg. Die anderen. Wo ist Klaus Dieter? Und auf die 7 können wir noch Wasser packen. Klaus Dieter hart am Arbeiten wieder. So, Klaus Dieter, gehen wir nochmal 5. Da bist du. Bleib still. Bitte, bitte bleib stehen. Bleib. Bleib bitte stehen. Okay, das muss repariert werden. Nee, muss es nicht. Das kommt jetzt raus. Komm jetzt weg. Steinspeer. Das kommt weg. Holzspeer kommt raus. Das kommt raus. Das kommt raus. Hier hast du das. So. Und dann bekommst du jetzt von mir... Ich sehe hier gar nicht mehr durch. Hier. Axt. Spitzhacke. Hackmesser und Sense. Plus... Kann ich die irgendwie teilen? Aufteilen? 5. Davon. So. Ich glaube, das gefällt dir, oder? Ich hoffe es zumindest. So, da gibt es ja wesentlich mehr Ressourcen, würde ich mal sagen. Okay. Jetzt gucke ich noch mal kurz, ob wir hier vielleicht doch noch andere Waffen haben. Bauhammer? Waffen gibt es hier gar nicht. Kälteschutzmodifizierung. Sag mir nicht, wir haben hier noch einen Winter. Wir kriegen hier Jahreszeiten. Okay. Was ist das alles, zum Himmels Willen? Es gibt bestimmt noch eine extra Waffenwerkbank. Minentruhe. Eine Truhe, die zur Lagerung von Minenförderungsprodukten dient, kann in der Nähe von Minenförderungsplattformen platziert werden. Was? Ein Rohrsammler? Mine Teil 3, Mine Teil 2, Mine Teil 1. Was zum Teufel? So, okay. Wir brauchen eine... Wir brauchen mehr Truhen. Also es ist einfach... Ich dachte, ich kann jetzt damit irgendwie noch Truhen bauen. Weitere Truhen bauen. Aber nein. Jetzt gehen wir mal hier nochmal rein. Hochwertige Nahrung. Können wir hier freischalten. Brauche ich aber Bewusstseinsstärke 15. Das geht noch nicht. Tierzucht. Kann ich schon mal lernen. Aber... Futterverarbeitung. Oh mein Gott. Wir können Tiere züchten. Wasserschweinstall. Hühner. Affe. Wie zähmt man die denn überhaupt? Fischfalle? Fischfalle wäre eigentlich ziemlich nice. Die könnten wir unten am Strand platzieren. Wenn das überhaupt geht, ne? So, und dann haben wir... Hochwertige Nahrung geht nicht. Das habe ich alles freigeschaltet. Was ist hier? Mittlere Truhe hätte ich halt gerne, aber auch da brauchen wir Level 15. Okay. Gut. Mehr geht da nicht, ne? Nutzpflanzenpflanzung. Hier ist ein Beet. Und hier Düngeeimer. Dünger. Saatgut. Okay, ich will ein Beet.
Ich will ein Beet. Kann ich ein Beet bauen? Abschluss der manuellen Herstellung. Ackerland heißt es. Oha, Lehm. Wo kriegen wir Lehm her? Töpferei. Töpferei. Kann ich... Da brauche ich auch Lehm. Wo kriege ich das her? Das gilt es herauszufinden. Ich glaube, Lehm ist auch so ein kleiner, wichtiger Faktor, ne? Da müssen wir wahrscheinlich ins Landesinnere. Na gut, wir haben jetzt auch noch keine besseren Waffen. Das geht jetzt auch gerade nicht. Wir sollten uns noch mehr Leute holen. Wir müssen jemanden einschüchtern. Okay, dann werde ich jetzt erstmal dafür sorgen, dass hier die ganzen Sachen erstmal wieder gespeichert werden. Habe ich hier schon was drin? Nein. Macht Klaus-Dieter überhaupt noch irgendwas? Ich habe schon lange kein Wasser mehr getrunken. Hier gibt es noch nicht mal eine Axt. Was? Was redest du? Ich habe dir gerade eine heftige Axt gegeben. Was ist mit dir? Übersteigt Traglast. Why? Also es wäre wirklich gut. Okay. Also ich muss für Wasser sorgen. Also wir müssen einen Brunnen bauen. Aber ich glaube, dafür brauchen wir auch Lehm. Ich knall jetzt erstmal. Muss mal kurz sortieren. Diese ganzen Bauteile hier rein. Dann gehe ich mal zu Klaus-Dieter. Guck mal, ob ich ihr helfen kann. Irgendwie. Tierische Sachen machen wir hier rein. Und Steine da. So, und jetzt geht's mir wieder gut vom Gewicht her. Ich gehe mal zu Klaus-Dieter. Ich glaube, die sitzt da fest. Und dann müssen wir da hinten noch eine Truhe hinpacken. Ah, ne. Komm, ich nehme dir mal ein bisschen was ab. Du sollst auch kein Holz mehr fällen, meine Rude. Du sollst eigentlich nur... Ressourcen ernten. Das war das. Das war die Arbeit. Damit wir mehr Stuff haben. Holz war eigentlich okay. So, ich hoffe, sie findet die Truhe. Ja, das sieht gut aus. Perfekt. Okay. So, oh ja, warte mal, wir hatten doch noch so eine Kristalle. Das gucken wir uns jetzt noch mal eben an. Und Sonnenstein mit unzureichender Energie. Hatten wir nicht noch so eine... Hier, die Dinger. So, wir müssen noch mehr Kisten bauen. Es hilft nicht. Ich werde hier auch noch oben drauf packen. Oder ich werde das komplett umsetzen. Ich habe keine Ahnung. Wo machen wir jetzt die Kisten hin? Oder machen wir die Kisten raus? Machen wir hier noch ein Dach drüber? Hm. Ich glaube, ich setze sie einfach um.
Aber das geht nicht, oder was? Ja, egal. Kümmere ich mich nachher noch drum. Das ist alles nicht gut. Okay, warte mal. Ich wollte noch diese Ketten bauen. Die Halsketten haben wir, aber den Türkisring. Türkisstein und dickes Seil war. Dafür, das brauchen wir noch. Das ist wichtig. Türkisstein, dickes Seil. Oder habe ich... Ich dachte, ich hätte... Ach, das ist gar kein... Das sind auch diese Sonnen... Wir haben keinen Türkisstein. Doch, hier. Da sind sie. So, dann machen wir zwei Ringe. So. Lausie, der kriegt dann auch noch einen Ring. Und irgendwas wollte ich noch machen. Habe ich vergessen. Naja, dann werde ich mich jetzt erstmal wieder eine Runde sammeln. Jetzt kommt eh wieder der Abend und die Nacht. Wir können das halt nicht überspringen. Was echt schade ist, dass das nicht geht. Und dann werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich nochmal rüberlaufen, wo wir letztes Mal waren, am Strand lang. Gucken, ob da die Typen respawned sind. Was machst du? Und dann versuchen wir uns da noch jemanden zu holen. Aber bevor wir das machen, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Wir brauchen das Farmland. Ich wollte das Farmland bauen. Das war's. Oder Ackerland, ne? Ackerland hieß es. Hier. Ach, da brauchen wir auch Lehm. Ja, super. Gut, dann versuche ich jetzt mal rauszufinden, wo man Lehm herkriegt. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter, meine lieben Freunde. Und Wasser müssen wir noch machen. Wasserbehälter auch für unsere gute Klaus-Dieter. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.